Für das stehe ich. Don't say fuck the police. Ein bisschen Liebe, kostet nichts. Das wäre cool. Mein Name ist Alberto. Seit 2016 tue ich malen. Seit ca. 2,5 Jahren offensiver im öffentlichen Raum unterwegs. Bin mir fast sicher, dass ihr das ein oder andere Kunstwerk schon gesehen habt. Alle Herzli sind von mir. Go vegan auch, das gehört zu mir. Don't say fuck the police. Und. Nach Picasso. Das muss sein, das Ganze. Tatü, tata. Wer ist es? Der Notarzt. Da macht mir keinen Spass drüber, ich gehe um Gesundheit. Aber so Sachen wie hier, finde ich scharfe Gesundheit, weil die Leute wissen, dass ich für den Veganismus stehe. Und ich finde das ganz etwas Gutes. Ich bin gegen Gewalt, gegen Ausbeutung, da für Liebe. Und ja, mache Politik so. Damit. Das ist schon cool. Für dich hat niemand. Wir Menschen können miteinander diskutieren. Wir haben das Mundwerk bekommen. Aber wer macht es für dich? Und für das bin ich jetzt einfach da. Und ich hoffe, ich kann ein paar Leute inspirieren, leben und leben lassen und das wirklich, halt wirklich ausführen. Ist kritisch. McDonald's ist kritisch. Mit Go Vegan McDonald's Sachen sprayen. Ja, okay. Nein, jetzt war. Nein, das ist jetzt ein kritischer. Die haben das gar nicht gern. Verständlich. Deswegen gehen wir noch ein bisschen tiefer in den Urban Jungle. Gibt schon noch die ein oder andere Fläche. Wie vorher schon erwähnt wurde, stehe ich wirklich für Positives. Und hier ist gerade ein super schönes Beispiel. Und das tun wir jetzt ergänzen. FTP wird bei den Jungs von der GAS oft verwendet, um die Staatsmacht zu kritisieren, zu beleidigen. Das finde ich Blödsinn. Tipptopp. Der steht das schon für etwas ganz Gutes. Don't say fuck the police. I'm that guy. Ups. Achtung. Oh, das könnte Polizei sein. Alberto? Ganz genau, wegen dem Handy. Okay. Also darf ich fragen, also haben Sie da. Sind Sie da wirklich ganz tief vom Umstöbern? Also wird ich da noch belangt wegen dem? Ja, weil ich habe ja auch einen Brief geschrieben, also ich habe nichts zu verstecken, also im Sinne von, ich könnte es gerne ja, halt anschauen. Es ist halt schon sehr persönlich, ich fühle mich da nicht immer wohl, aber trotzdem, ich habe nichts zu verstecken und das ist das erste Mal, wo mir das Handy ist weggenommen wurde, weil ich sonst immer ehrlich bin, im Umgang mit ihnen und alles immer zugibt. Danke für den Anruf. Ich wünsche Ihnen auf Wiederhören. Jetzt hat mir gerade die Kriminalpolizei von Basel angerufen. Es ist darum gegangen, wegen dem Handy. Vor zwei Wochen ist mir das Handy abgenommen worden in Basel. Weil der eine Polizist, der eine Supercop, wollte ganz gute Arbeit leisten und gemeint hat, er könnte noch weitere Sachen herausfinden, die mir dann angerechnet werden können. Let's go! Ich kann nichts verstecken. Okay, die eine oder andere Wand, die sie noch nicht gewusst haben, aber dann ist es halt so. Ja, das ist auch ein Eingriff in meine Privatsphäre. Und deswegen sollte es auch verständlich sein, wieso, dass ich da nicht immer alles muss publik machen muss, jetzt wie das Gesicht. Das war jetzt gerade genau ein super Beispiel. Jeder vor dem Staat habe ich nichts zu verstecken und das sind nette Leute. Bei denen muss ich am wenigsten Angst haben. Ich in der Schweiz nicht. Aber das ist nicht für mich gemacht, dass ich nicht cool bin. Ich würde jetzt hier ja ohne Maske und Sonnenbrille hier rumhocken und rumlallen. Da muss man nicht alles zeigen. Es gibt genug Influencers, die hier alles preisgeben. Das finde ich, gehöre jetzt nicht dazu. Geht mir einfach nichts. Schon, es ist schon ein paar Mal, habe ich auch Leute im Tram
ja, über meine Arbeit hören reden. Muss ich mich jetzt hier einbinden? Hey, it's me. Nein, nein, nein. Geniessen das. Geniessen die Anonymität. Weil heute ist alles so öffentlich. Und wir jammern dann noch darüber. Alles ist öffentlich. Jeder weiß, was der Staat kontrolliert. Das tue ich jetzt gerade einsetzen. Das Werkzeug für die Anonymität. Das ist einfach spannend. Ein Abfallcontainer kostet 350 Franken. Ich möchte jetzt hier nicht Leute dazu animieren, weil das noch im Budget liegt, je nachdem. Und das sind alle schon bemalt. Aber ich habe mal einen Bus bezahlt, ja. Für 350 Franken für einen Abfallcontainer. Tada! Das ist gerade der letzte Strafbefehl, der reingeflattert ist. Letzte Woche. Wegen Sachbeschädigung. 700 Franken. Ah nein, 1000 Franken kostet das im Total. Das ist für ein WC an der Langstrasse. Ja, und die Blätter gibt es immer, wenn sie Sachen sicherstellen, also wie Spraydosen, Handschuhe und hier einmal iPhone. Und dann haben sie ja letztes Mal angerufen. Jetzt warte ich noch ca. 2 Wochen. Aufs Handy und dann auf den Prozess. Und dann anschließend gehe ich sitzen. Nehme ich mal an. Weil ich für mehrfache Sachbeschädigung halt vor Gericht haben müssen. Und nie aufgehört. Da die Busse mich nicht in die Knie gezwungen. Aber dann habe ich natürlich nicht endlose finanzielle Mittel. Und ich für das einsetzen kann. Am Schluss ist nur noch der Lohn geflossen, direkt gerade für die Busse. Ja, die ganze Malerei hat mir ein paar tausend Franken gekostet. Und schlussendlich auch den Job. Und ja, jetzt bin ich halt wortwörtlich broke. Das ist so ein gutes Kunstwerk. Das ist mein letzter super Strafregisterauszug. 16. August 2019. Now I'm bad. Also da hier ist mein Atelier. Das ist mein Safe Haven. Niemand weiß, wo ich hier bin. Und das repräsentiert auch noch viel, wenn ich allein rumhänge. Ich gehe schon davon aus, dass mich ein paar Leute von Zürich jetzt kennen oder ich mich halt bekennbar habe gemacht. Aber niemand ist da, wenn es mir schlecht geht. Und dann komme ich auch hier an und verbringe einfach Zeit mit mir. Und habe dann eine super Zeit. Zu verschenken, so wie meine Kunst halt, zum Mitnehmen. Gratis, zum Mitnehmen. Oh, die Staatsanwaltschaft. Das ist etwas anderes. Wieder zum Mitnehmen. Und eigentlich tue ich die Sammler hier. Und dann wird es schön kollagiert. Ja, also wenn es dann auch gut aussieht, muss natürlich dann am Boden dann auslegen. Oder direkt auf ein Canvas und am Schluss sieht es dann so aus. Wenn ich es kollagiert habe. Art Kintsugi. Eine japanische Philosophie. Wo man die Sachen anstatt wegschießt, repariert mit Gold. Ich finde das noch schön. Und das ist noch Text with Personality. Es sind mega viele Leute, die eigentlich daran haben mitgearbeitet, ohne vielleicht zu wissen. Es wäre doch schön, wenn sie es irgendwann würden sehen in einem Museum und ihre eigene Schrift würden erkennen. Empowerment of the people, let's go! Das ist der erste Artikel vom NZZ. Ich glaube, das, was ich mache, ein Bild spricht mehr als 1000 Worte. Und eigentlich ist das ja jeder, wir sind alle keine Picassos. Street Art an einer Baustelle in Basel. Künstler sollen in erster Linie die Freiheit der Kunst schützen. Come on, das ist es. Jeder ist ein Künstler.
man gibt sich dann halt nur mit der Zeit auf, weil man die Träume nicht als realistisch betrachtet oder nicht mehr festhält an dem. Ich wollte das immer. Es hat halt nie geheißen, dass man mit dem vielleicht Geld verdienen kann. Das mache ich im Moment nicht. Alles gratis, ich mache das alles gratis. Und gratis und die Liebe, eben Fame bezahlt meine Miete nicht. Und ich lebe wirklich gerne dort, wo ich momentan wohnhaft bin. Ich bin mir auch im Klaren, dass ich sehr wahrscheinlich die Wohnung aufgeben muss. Aber das ist es. Dafür habe ich noch mein Atelier. Das hier nimmt man niemand. Das ist noch nicht perfekt, aber... Früher habe ich viele Porträts verkauft. Also die Leute selber gemalt. Jetzt mittlerweile habe ich schon ein paar Interessenten. Es ist halt einfach sehr schwierig für mich, das Business zu handhaben, weil ich halt schon nur kreativ tätig war. Und deswegen wäre der Gang zu einer Galerie auch nicht schlecht. Weil die ja die ganze Arbeit würden fördern. Es ist echt schwierig, von dem hier zu leben. Jetzt wollte ich gerade schon sagen, normal zu leben. Was heisst normal? Für mich ist das okay, wenn ich im Atelier penne. Life in a box. Vor ein paar Jahren habe ich mir gesagt, nein, not with me. Ich mache, was ich will und lebe das Leben so. Und zwar nicht in einer Box. Yeah. Enemies on enemies, enemies on enemies. But I follow in these rules, man, I could be. Sei kein Schwein, wirf keine Hundekotbeutel rein. Hast du vorher schon kreativ gewesen? Die ganze Sache ein bisschen erweitern. Aber es ist eigentlich schon nicht erlaubt. Und wenn es halt die Zerstörung von fremdem Eigentum ist. Und zerstören tue ich in dem Sinne eigentlich nicht. Wenn man halt einfach zurecht irgendwo etwas drauf zu malen und das stand ich dann auch gerade. Please. Das darf nicht fehlen. Das ist ja anständig. Und machen wir es wegen dem ab und zu schwer, weil ich noch nie gelogen habe. Bei irgendeiner Verhandlung hätte man schon x-tausend Franken ersparen können, x-tausend Stunden in der Zelle. Scham hätte ich nicht über mich gehen, wenn ich einfach gelogen hätte. Und das habe ich ja hinter mir, deswegen bin ich ja gegangen von dieser Büro, von dieser Arbeitswelt. Weil ich nicht mag aufstehen und mir einfach ins Gesicht liegen. Und dann wird mir schon wieder bewusst, dass es einen Sinn macht, dass ich Aufgabe noch habe. Und das heisst nicht, dass ich arbeiten von 8 bis 5 jeden Tag, Sachen kaufen, konsumieren, sondern kreieren, verändern. Leute inspirieren, je nachdem. Und ich finde das Gedankengut sehr wichtig. Und das ist mir halt dann schon von daheim mitgegeben worden. Ein gutes Selbstbewusstsein. Und viel Liebe. Auf jeden Fall. Ich wage mich sogar fast zu behaupten, dass meine Eltern eigentlich auch sehr cool finden. Kannst aber natürlich nicht immer dem Sohn alles zusprechen oder applaudieren, wenn er dann vielleicht sogar in den Knast muss sitzen. So bin ich nicht erzogen worden, aber ich mache echt, was ich will. Und ich denke, das will eigentlich jeder. Ich wünsche es auf jeden Fall jedem. Die Freiheit, das sorgenlose Denken, die Liebe, die ich in mir habe. Und die ich gerne verteilen. Und deswegen mache ich das Ganze auch. That's it.